Hallo, hier ist die Petra von Stempel dich bunt und wir sehen uns zum nächsten Video des Super Samstag Video Hops. So, es ist wieder Video Hop Zeit und im Februar, ja, das neue Jahr ist schon gar nicht mehr so neu und die ersten guten Vorsätze sind auch direkt schon wieder vergessen. Aber was mir immer wieder auffällt, mein Basteltisch, der soll in Ordnung sein. Ich brauche da Ordnung, ansonsten kann ich nicht gut kreativ sein und die Klebemittel, die fliegen irgendwie immer so herum auf dem Tisch und deswegen habe ich gedacht, ich bastel mir mal einen Sammler, eine Ablage für Klebemittel. So sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Und ja, du kannst also hier im hinteren Bereich das Abreißklebeband und Dimensionals aufbewahren. Hier vorne ist ein Fach für den Tombow und daneben ist noch ein Fach für die Glue Dots. Das Ganze habe ich gestaltet mit der Produktreihe Mehr an Glück. Die ist ja ab März bestellbar. Wir konnten die schon vorbestellen und ich finde die super klasse. Ich zeige dir auch in einem anderen Video noch das Designerpapier. Das blätter ich jetzt nicht nochmal durch. Das Video habe ich schon gedreht, aber das kommt jetzt erst nach diesem. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen verwirrt. Okay, ich habe hier auch das Designerpapier benutzt an den Seiten. Ansonsten habe ich die Box gestaltet in Marineblau, Bermudablau und eben dem Designerpapier. In der Produktreihe ist ganz tolles Metallic-Papier enthalten. Das habe ich hier natürlich auch benutzt für diese Wellen in dem Stempelset. Also einmal der Stempel für die große Welle und dann kann man eben noch diese Wellen drüber legen. Die passen da super drauf und dafür gibt es dann eben Stanzformen für diese beiden Wellenteile. Es gibt Etikettenstanzformen, die finde ich super cool. Es gibt Wolken, Vögel und auch den Vogel, der hier auf den Pfählen sitzt. Den habe ich ja auch vorne einmal bei mir aufgeklebt. Ja, und dann habe ich das Ganze ein bisschen verziert noch mit den Lackakzenten in Kieselsteinform. Und das besonders Tolle, finde ich, an dieser Kleberaufbewahrung ist, du bastelst das Ganze aus einem Bogen Farbkarton, also das Grundgerüst. Für die Verzierung brauchst du natürlich weiteres Material, aber das ganze Grundgerüst, da reicht ein Bogen Farbkarton. Das ist also praktisch auch noch ein One-Sheet-Wonder sozusagen. Also, wie du dir auch so einen Klebemittelsammler basteln kannst, das zeige ich dir jetzt. Du brauchst für die Kleberaufbewahrung einen Bogen Farbkarton. Der wird geteilt bei 14,85 cm und die eine Hälfte wird dann noch einmal gekürzt auf 20,4 cm. Du kannst es auch lang lassen, dann passt es mit einem Maß hinterher nicht und der Rücken wird ein bisschen länger. Deswegen habe ich den kleinen Streifen einfach abgeschnitten. Das ist tatsächlich jetzt das Teil, was wir nicht brauchen von dem Farbkarton. Der Rest wird komplett verbraucht. So, dann wird mit der kurzen Seite angelegt, gefalzt auf der rechten und auf der linken Seite bei 1,9 cm. Und an der langen Seite bei 7,5 und bei 9,4. So, und ich schneide und falze jetzt die anderen Stücke auch direkt zurecht, denn das ist dann auch immer das gleiche Prinzip. Die zweite Hälfte des Farbkartons, die wird dann nochmal geteilt. Und zwar wird die dann mit der langen Seite praktisch angelegt und auf 12 cm oder bei 12 cm geteilt. Das heißt, du hast dann einmal ein Stück 14,85 mal 12 und 14,85 mal 9 cm. Die Maße schreibe ich dir wie immer auf den Blog. Die musst du nicht mitschreiben. Der Blogartikel ist unter dem Video verlinkt. So, und dann wird das größere Stück Farbkarton, das ist dann hinterher für die Glue Dots, das wird gefalzt. Mit der kurzen Seite angelegt, das heißt mit den 12 cm, genau, wird es angelegt und gefalzt rechts und links bei 2,5 cm. Und mit der langen Seite angelegt bei 7,5 und bei 10.
Dann haben wir noch das kleinste Stück, das sind die 14,85 x 9 cm. Wird auch mit der kurzen Seite rechts und links bei 2,5 cm gefalzt. Und mit der langen Seite ebenfalls bei 7,5 und 10 cm. Damit haben wir unsere drei Stücke Farbkarton. So, und jetzt geht das bei allen Stücken genau gleich. Ich falte oder knicke die Falzlinien einmal nach. Und dann hast du eine kürzere Seite, das wird die vordere Seite, die längere Seite ist hinten und rechts und links die Seitenteile. Das schneide ich dann zurecht und klebe es zusammen. Und zwar geht das folgendermaßen. Ich schneide die Falzlinien, die an den beiden Seitenrändern praktisch die mittleren Falzlinien sind ja dann auch die einzigen, bis zur Querfalz ein. Und dann schneide ich innen kleine Keile raus, damit da nichts rausschaut. Das heißt, die Keile, die schneide ich von den quadratischen Klebelaschen. Die Seitenteile, die rechteckigen Teile, die bleiben gerade. Da schneide ich nichts schräg. Und dann klebe ich das so zusammen, dass ich zunächst die Klebelasche an der Rückseite festklebe und dann von vorne das Vorderteil. Das führt dann dazu, dass ich hier an der Seite, hier siehst du es, sehe ich natürlich das Klebeteil. Das wird hinterher aber ein bisschen überdeckt von der Mattung. Deswegen habe ich das so gemacht. Ich könnte das natürlich auch genau andersrum kleben, indem ich die Rückseite an der Vorderseite festklebe. Dann hätte man an der Seite eine gerade Kante. Allerdings von vorne guckt man dann gegen den Farbkarton. Und das mag ich nicht so gerne und deswegen klebe ich das andersrum. Wie fast immer klebe ich mit Tombow. Und in dem Fall, wie ich es klebe, kommt der auf beide Klebeflächen auf die Innenseite. Und dann kommt erst einmal die Klebelasche nach hinten. Dabei achte ich darauf, ich ziehe jetzt mit dem Zeigefinger praktisch in Gegenrichtung wie der Daumen, mit dem einen nach oben, mit dem anderen schiebe ich nach unten, sodass also wirklich die Klebelasche hier genau im Knick sitzt. Ich hoffe, du siehst das, dass da also jetzt kein Dreieck entsteht sozusagen, damit ich dann einen schönen rechten Winkel habe. Gucke ich eben, dass ich da genau im Knick lande. Und dann klappe ich die Vorderseite eben dagegen und klebe die Seitenteile fest. Auch hier achte ich nochmal darauf, dass die schön im rechten Winkel sind, dass das hinterher alles gut passt, denn das muss ich ja auch noch nachher alles zusammenkleben. Und je genauer ich die einzelnen Boxen klebe, desto passender wird dann hinterher auch die große Box. So, das ist jetzt erstmal meine Verpackung für den Tombow. Und da schneide ich dann jetzt noch diesen einzelnen Farbkarton der Seitenwände, wo jetzt nichts drüber geklebt wurde, schräg. Ich mache das so aus der Hand. Du kannst es natürlich auch anzeichnen, aber eigentlich ist die Strecke kurz genug, sodass man es von einer Ecke zur anderen mit einem Schnitt aus der Hand schneiden kann. Dann haben wir das nämlich auch so schön abgeschrägt, haben da die Diagonale. Ja, und so werden jetzt die anderen beiden Teile auch zusammengesetzt. So, das ist jetzt das mittlere Teil. Das ist für die Glue Dots und du kannst dir ja überlegen, das kannst du machen, wie dir das besser gefällt, wie rum du die zusammenklebst, ob der Tombow auf der rechten Seite oder auf der linken Seite sitzen soll. Und was du dir auch überlegen kannst, ist, ob du die Boxen zuerst zusammenklebst und dann an der Linie halt von der ersten Box die zweite schneidest, ne, damit die gleich werden, oder ob du es erst schräg schneidest und dann zusammenklebst. Bei meinem Prototypen habe ich es erst zurechtgeschnitten und dann geklebt. Das hat gut funktioniert. Jetzt mache ich es mal andersrum und dann gucke ich, ob ich da irgendeinen Unterschied merke. Habe ich hier ein bisschen mit dem Tombow, da kam auf einmal viel raus. Naja,
geht schon. So beim Kleben achte ich natürlich ganz besonders darauf, dass die wirklich gut aufeinander sitzen, die Boxen, also besonders hinten und unten, dass da kein Spalt entsteht, damit ich die halt nachher auch noch schön an die große Box dann geklebt bekomme. Aber das geht hier super gut auf, das sieht alles sehr gleichmäßig aus und jetzt halte ich das einfach einen Moment fest. So, und die zweite Seite schneide ich dann auch noch schräg. Ich habe die Seite in der Mitte jetzt gerade auch schon schräg geschnitten. Also ich habe da keinen großen Unterschied gemerkt, ob ich das vorher oder hinterher mache. Man kann das ansonsten ja auch noch ein kleines bisschen angleichen, entweder mit einer scharfen, kräftigen Schere oder auch vielleicht mit einer kleinen Feile. Falls es da irgendwelche Unebenheiten gibt, kann man das noch ein bisschen korrigieren. So, das ist jetzt schon mal der vordere Teil der Kleberbox oder der Kleberaufbewahrung. Und jetzt habe ich eben noch das größte Teil für hinten. Auch hier funktioniert das ganz genau wie bei den anderen beiden Teilen. Der Unterschied bei der hinteren Box ist einfach nur der, dass die schmaler ist. Die ist nicht 2,5 cm breit, sondern nur 1,9 cm. So ist es einfach dann ausgekommen, dass ein DIN A4-Bogen ausgereicht hat. Ansonsten wäre man nicht mit dem DIN A4-Bogen hingekommen. Und ja, das finde ich halt immer so ein bisschen blöd, wenn man dann, sagen wir mal, zwei Teile braucht, die so gut einen halben Bogen sind. Dann schneidet man zwei Bögen an und hat jeweils noch knapp eine Hälfte. Da versuche ich doch immer, ob ich das nicht irgendwie umgerechnet kriege. Und in der Regel klappt das ja auch. So, und auch hier schneide ich die Kanten schräg. Durch die unterschiedliche Breite der Boxen ist es jetzt natürlich so, dass diese schrägen Dreiecke eine andere Form haben, also im hinteren und im vorderen Teil. Das siehst du dann gleich, wenn ich es zusammenklebe, und das kann ich dir jetzt mal zeigen, wenn ich so zusammenhalte, dann sieht man ein bisschen, dass das etwas unterschiedlich ist. Man hat da also so einen leichten Knick von hinten nach vorne. Ja, das ist halt so, ne? Das stört mich jetzt nicht. Und jetzt kommt einfach die vordere Box einmal auf die hintere. So sieht das dann schon mal aus und das kann sein, dass das nicht an jeder Ecke hundertprozentig passt, weil hier vorne natürlich zwei Boxen zusammengeklebt sind. Das heißt, da kommt doppelter Farbkarton. Das ist grundsätzlich schon so berechnet, dass das hintere Teil ist allerdings nur einen halben Millimeter breiter. Ich gucke dann, also dass es unten natürlich bündig ist, denn da steht es ja, sonst wackelt es. Und dann schaue ich, dass wenn das nicht ganz passt, dass im Grunde die Abweichung sich auf beide Seiten verteilt. Dass es dann rechts und links ein bisschen abweicht, dann wird es pro Seite nämlich weniger. Das gefällt mir dann auch besser. Und dann gucken wir jetzt nochmal mit der Dekoration, dass wir das ein kleines bisschen verblendet kriegen, dass das einfach dann auch nicht so auffällt. Hier unten drunter mache ich jetzt nichts mehr. Man könnte dann natürlich noch eine Lage Farbkarton drunter kleben, aber ich denke, das geht so. Das ist dann auch stabil genug. Durch diesen doppelten Karton in der Mitte wird das ja nochmal stabilisiert. Okay, und dann geht es jetzt an die Dekoration. So, ich habe mir jetzt ein Stück Farbkarton zurechtgeschnitten. Das hat ein Maß von 4,1 cm mal 10,2 cm. Das passt hier in der Höhe dann ganz gut drauf. Und jetzt markiere ich die Stelle, an der es unten aufhören soll, sozusagen, an der das dann ausgehen soll. Das heißt, ich lege es so auf meine Verpackung oder auf meine Box, wie ich es auch nachher aufkleben möchte. Und dann soll das ungefähr hier enden, mit ein bisschen Abstand eben zu dieser schrägen Kante. Das ist jetzt ungefähr die Höhe, wie dann die Vorderkante ist. Und jetzt habe ich mir da den Punkt gemacht und dann schneide ich das entsprechend so zurecht vom Punkt bis zur Ecke oben. Und dann sollte das ganz gut passen. So, und grundsätzlich passt das ganz prima und jetzt kommt das ins Spiel oder dazu, was ich eben schon gesagt habe, dass diese Dreiecke einen unterschiedlichen Winkel haben und damit passt das nicht mehr ganz. Das heißt, ich kürze da jetzt einfach noch ein kleines Stückchen und da muss man sich jetzt so ein bisschen rantasten. Ich lege das jetzt einfach ins Schneidebrett und schneide nochmal ungefähr 3 mm ab und das lege ich einfach mit dieser schrägen Kante
ja, parallel zur Schnittkante. Das kann man ziemlich gut sehen. Und dann gucke ich, wie es jetzt passt. Und dann passe ich das da so ein bisschen an. Und das ist natürlich so, dass es dann nicht hundertprozentig passt. Ne? Dann habe ich halt hier diese kleinen Dreiecke. Ja, mir gefällt es trotzdem besser, als wenn ich jetzt nur hier unten den Teil verblende. Das kannst du natürlich auch machen. Du könntest natürlich auch dir das so ausrechnen, dass du jetzt nur diesen Teil und das bleibt frei. Also wie auch immer, an irgendeiner Stelle bleibt dann immer irgendwas offen. Ich habe mich jetzt für die Möglichkeit entschieden. Und ja, so klebe ich dann die Mattung jetzt auch erstmal fest. Ich kann jetzt nochmal gerade messen, welche Höhe ich dann am Ende genommen habe. Das sind bei mir dann jetzt an der längeren Seite 9,5 cm. Also für die zweite Seite probiere ich das jetzt direkt mit den 9,5. Bin ich mal ganz mutig. Mal gucken, ob das gut klappt. Oder ob das vielleicht sogar besser klappt. Das kann ja auch sein. Und markiere auch hier einmal den Endpunkt. Also das passt auf jeden Fall gut drauf, das kann ich dann direkt so festkleben. Und das Schöne, wenn du das mit einer Mattung dann verblendest und eben nicht in Einzelteilen, ist halt, dass dann auch eventuelle Ungleichmäßigkeiten oder Unregelmäßigkeiten dann so ein bisschen verschwinden. Ne? Der Farbkarton, der wird jetzt einfach drüber geklebt und wenn das dann nicht mehr ganz hundertprozentig die gleiche Breite hat, dann sieht man es gar nicht mehr so. Ne? Das geht dann einfach unter. Das ist das, was mir daran eben besonders gut gefällt. Und weswegen ich das gerne so machen wollte. So, und dann habe ich jetzt auch noch Designerpapier zurechtgeschnitten. Das soll nämlich auch noch da drauf. Und da gucke ich jetzt auf jeden Fall, dass ich hier diesen tollen weißen Knubbel, dass der noch mit dabei ist. Auch das Designerpapier, das hat jetzt bei mir, ich habe das jetzt natürlich ein bisschen zu lang geschnitten, weil ich auch meinen Farbkarton zu lang geschnitten hatte. Das heißt, ich messe das jetzt nochmal gerade ab, wie lang der Designerpapierstreifen sein muss. So, der Streifen misst jetzt bei mir 3,7 cm in der Breite und 8,8 cm in der Höhe. Und hier mache ich das auch wieder genauso, dass ich den so auflege, wie ich ihn dann gleich aufkleben möchte. Und dann markiere ich auch hier den Punkt, wo vorne das Ende ist, wo der enden soll und schneide den dann so zurecht und dann klebe ich ihn auf und auf der anderen Seite mache ich das ganz genauso. So, die Seiten sind jetzt schon verkleidet, also das heißt, der ganz besonders frickelige Teil ist erledigt. Wenn du magst, kannst du die Rückseite natürlich auch noch verkleiden. Das ja, habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, vor allen Dingen, weil ich auch überlege, ob ich vielleicht von dem Ganzen noch eine zweite mache und die einfach hier hinten gegeneinander setze. Ne? Denn da kann man ja auch ganz prima noch die Schere reintun und andere Utensilien. Und so kann man sich dann auch so ein doppelseitiges Ding machen. Also, ja, mal gucken. Vielleicht zeige ich das dann noch mal kurz in einem kleinen Nachtrag, wenn ich das mache. So, ich habe mir jetzt auch für die Vorderseite schon Farbkarton und Designerpapier zurechtgeschnitten. Auch hier kannst du dir natürlich überlegen, ob du das in einem machen möchtest, so wie ich jetzt, oder ob du beide einzelnen Boxen getrennt verkleidest. Dann betont man natürlich sehr, dass das hier zwei getrennte Einheiten sind. Ich fand es jetzt eigentlich schöner, das dann wieder zu verbinden und diesen Spalt so weit als möglich zu verdecken, sodass das eigentlich eine Einheit dann mehr bildet. Das hat mir besser gefallen, aber ja, das kann man ja wirklich machen, wie es einem dann gut gefällt. Das kommt dann auch einfach erstmal mit drauf. So, und das ganze Projekt habe ich ja mit der Produktreihe Mehr an Glück gestaltet und da habe ich mir jetzt schon einiges vorbereitet. Und zwar, ach, ich finde ja diese Produktreihe so schön, deswegen habe ich aus dem Metallic-Papier, was es dazu gibt, schon zwei Wellen ausgestanzt. Das ist ja, ich habe ja sehr maritime Farben bisher auch benutzt und das ist einmal diese Welle in dem dunkleren Blau, die hintere Welle.
Also ich habe das für mich so definiert. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Mir hat das so besser gefallen. Und zwar habe ich mir dann gemerkt, die hintere ist die mit den 3 Zacken und die vordere ist die mit den 2 Zacken. Ich finde, so passt das gut übereinander. Und die hintere habe ich auch deswegen in der dunkleren Farbe gemacht und die vordere in dem helleren, in dem Türkis. Und jetzt klebe ich erst einmal das Blau auf. Und das ist natürlich so ein bisschen frickelig wieder. Ich habe jetzt hier keine Klebefolie hintergemacht und zwar bewusst, also natürlich habe ich es vergessen, aber die wäre auch nicht so praktisch gewesen, weil ich ja nicht das ganze Teil aufklebe. Dann habe ich hinterher gedacht, es ist gut, dass ich es vergessen habe, denn diesen oberen Teil der Welle, der guckt ja oben über meine Box der guckt da noch oben raus und dann wäre das ja gar nicht so praktisch, wenn der jetzt auch kleben würde. Und das ist natürlich toll, dass diese Stanzform den rechten Winkel hat, denn so passt das wirklich auch auf so Schachteln. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich das jetzt hier am Ende einfach abschneide, passend zum Designerpapier. Ja, gut, das mache ich jetzt dann mit der zweiten Form ganz genauso. Die wird ja einfach auf die erste draufgesetzt und dann sieht man halt mal die erste, mal die zweite. So, die beiden Wellen, die habe ich jetzt aufgeklebt. Oh, dann sieht es nicht schon so schön aus. Jetzt habe ich mir noch einmal den Vogel ausgestanzt und ich sage ganz bewusst nicht, was das für ein Vogel ist. Ihr kennt mich ja als super Botaniker und insgesamt Tierkundler, deswegen blamiere ich mich diesmal mal nicht. Und da, den habe ich einmal gestempelt in Bermuda-Blau auch. Das ist ja die Farbe meiner Mattung. Und habe den ausgestanzt auf extra starkem flüsterweißem Farbkarton. Und dann habe ich mir noch zweimal einfach aus Bermuda-blauem Farbkarton auch die Stanzform ausgestanzt, ohne zu stempeln. Und habe die dahinter geklebt. Das führt zum einen ja immer dazu, dass man nochmal die Farbe hat. Und zum anderen macht es das Ganze nochmal stabiler, weil man einfach mehr Lagen Farbkarton hat. Das gefällt mir ja immer ganz gut. Und die Wellen, die möchten sich hier so ein bisschen lösen. Das ist im Moment aber gar nicht so schlimm, denn ich habe mir auch noch das Etikett gestempelt und gestanzt. Das ist auch aus dem Stempelset. Deine Stärke ist eine Inspiration. Ja, das ist ja so ein bisschen unwohl war mir dabei, muss ich sagen, weil wir jetzt gerade im letzten Jahr die Stärke des Wassers doch auf eigentlich eine sehr erschütternde Weise kennengelernt haben. Aber naja, ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht, weil ich das auf der anderen Seite auch irgendwie ganz cool fand. Jetzt das in Verbindung mit dem Kleber da drauf zu machen, ne? Weil es ja bei Kleber auch dann eben auf die Stärke ankommt des Klebers. Und jetzt überlege ich aber gerade, ob mir das gut gefällt oder ob mir das nicht gut gefällt. So, und damit das jetzt gleich auch wirklich gut klebt und überall klebt, nehme ich jetzt hier keine Dimensionals, sondern nehme diese Schaumstoffklebebögen. Für so flächige Geschichten sind die einfach super praktisch. So, und dann löse ich jetzt auch nochmal, das habe ich nämlich gerade, habe ich, als ich das festgeklebt habe, da nicht dran gedacht, dass ich die Wellen vor dem Etikett haben wollte. Jetzt löse ich hier diese Wellen nochmal ein bisschen ab und stecke das Etikett dahinter. So, und klebe dann die Wellen einfach nochmal vorne auf dem Etikett fest. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Steinchen drauf und noch ein bisschen Leinenfaden drum und dann zeige ich es dir gleich nochmal. So, und damit ist die Kleberaufbewahrungsbox dann jetzt auch fertig und schon bestückt mit Tombow, mit den Glue Dots, Dimensionals und mit dem Abreißklebeband. Ja, ich habe jetzt noch hier ein paar, wie heißen sie, Lackakzente in Kieselsteinform aufgeklebt, habe hier noch den Leinenfaden drum gebunden. Ja, und ich finde, das ist ein so, so schönes Projekt, aber ich bin ja auch einfach von der Produktreihe total begeistert, finde, das kommt aber auch mit der Welle total schön zusammen, es fügt sich echt harmonisch ein. Also ich bin da sehr glücklich mit und freue mich schon sehr auf meinen neuen, aufgeräumten Bastelplatz. Ich hoffe, dir gefällt die Idee. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nachbasteln, ganz viel Spaß beim Durchhüpfen und beim Gucken bei den anderen, was denen denn so eingefallen ist. Ja, je nachdem. Also wenn ich Lust habe, noch einen zweiten zu machen und mal so ein Doppelding, dann zeige ich dir das nochmal kurz. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns dann auch im nächsten Video wiedersehen. Also, bis dahin. Tschüss.